Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, ich bin gerade wieder in die Hütte gerannt und habe jetzt gedacht, wo stelle ich meine Workbench hin? Ich glaube hier. Da, oder? Hier? Da. Bumm. Schön oben drauf und yeah, funktioniert. Ah, ich habe die Tasche ein bisschen leer gemacht. Oh, wir haben noch so viel Zeug. Ich habe mir einen Splint gemacht, ne? Damit ich mal hier schnell mein kaputtes Beinchen reparieren kann. Knarre, alles da, gut. Ein bisschen einsortieren. Komm, schon erstmal das Zeug hier rein. Alles, was wir erstmal nicht brauchen. Oh, Moment. Von wegen, was wir nicht brauchen. Ich würde mir jetzt gerne Crossbow herstellen. Wir brauchen Forged Iron 10 Stück, Leder 2, 4 davon. Duct Tape haben wir. Gut, Forged Iron. Können wir 18 Stück machen. 20 Stück hier rein. Craft. Perfekt. Läuft. Yay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eben ein bisschen Eisen kloppen. Obwohl, wir haben hier... Nee, das... schwierig. Nee, ich hau mal ein bisschen Eisen eben. So ein paar Boulders noch weg hier. Hui, hui. So, wo seid ihr? Da. Ja, mein Bein. Ich weiß. Ja, das geht schon schön schnell. Also. So. Screenshot ist in der Tasche. Alles gut. Wir brauchen nämlich Eisen jetzt ganz viel. Federn haben wir unendlich viele. Ja, das sind die Fußballer draußen. Die schreien wieder rum, ey. Das ist, und die haben nur Training. Ich weiß, dieses Rumgebölke immer. Sorry, aber das ist... Ich raff das nicht, echt. Boah, ey. 30 Leute auf dem Platz, IQ von 20 insgesamt. Echt, sorry, aber das will mir nicht ins Gehirn. Was man da so rumbürgen kann, vor allem, das ist ja unterste Kreisliga. Wisst ihr, also das ist noch niemals irgendwie was Tolles. Das ist wirklich so Dorfliga und boah. Na gut, wenn sie Spaß dran haben, ist alles gut. Die sind alle nette Jungs, ne? Muss ich ja dazu sagen. Das ist keiner, wo ich denke, mein Gott, was ein Idiot, aber naja, die Gruppe ist halt schon schwierig. Es ist schwierig. Ups, ich habe die Lautsprecher an. Der ganze Platz hat das gehört, was ich gerade gesagt habe. Oh nein. So ein Scheiß aber auch. Los, habe ich kein Bier mehr? Nee, schade. Ich war gerade noch mal eben schnell Wasser holen. Da. Boah, wie hoch kann man das Zeug denn jetzt stacken? Das ist ja super. Gimme more. Ah, ich bräuchte mal Hopfen, ne? Hopfen wäre cool. So zum Anpflanzen und so. Eine Hoe müsste ich mir auch mal machen. Dann könnte ich mal langsam ein Feld machen. Bin da sehr gespannt auf diese Mushrooms. Echt. Dann wachsen Pilze im Feld. Auch geil. Finde ich gut. Wie viel Eisen haben wir jetzt? Erst 63. Ja gut, besser als nichts. Butz. Ja, es gibt da immer ein bisschen was hier. Nicht allzu viel, aber ein wenig. Immer gern gesehen. Immer gern genommen. Schaffen wir nochmal einen Ausflug in die Stadt? Ich weiß es nicht. Halb vier. Wir brauchen Eisen unbedingt für Pfeilspitzen, weil wir haben so viele Federn. Habe ich die bei? Nee, habe ich nicht. Habe ich im Schrank. Gut weggepackt, das Zeug. Aber da haben wir eine Crossbow. Wir haben eine Crossbow. Yeah, yeah. Oh, super. Boom. So, 84. Da kommt den noch. Und ich glaube, die Schaufel habe ich weggeschmissen, ne? Oder? Ja. Ja, machen wir so eine Iron Shovel. Eine Gardening Hoe. Da brauchen wir schon mal 40 Forged Iron für wieder. Aber egal. Dann haben wir's. Hunting Knife könnte ich auch schon machen. Dann kann ich diese blöden Bone Chips wegschmeißen und kann mir ein schönes, richtiges Messer machen. Geht besser. Ein richtiges Messer geht mal besser. So, weg mit dir, du Schwein. Das dauert. Boing. So, das Ding scrappe ich jetzt auch mal direkt. Ja, ja. Richtig nicht so auf.
brauchen uns nochmal eine neue Stone Axe. Wir brauchen noch Plant Fibers. Jetzt können wir unsere Stone Axe machen. Yay! So, zurück zum Haus. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen, um das abzugraden hier. Beziehungsweise möchte ich hier gerne nochmal eine Reihe von normalen Spikes machen, also von den anderen Spikes. Damit der gerade Weg auch geblockt ist. Was ist denn los? Wieso? Ach Mann, Forge, ey. Lauf doch mal. So, Eisen rein. Zackabum. So, Stone Axe wieder am Start und Crossbow haben wir, Forged Iron, genug, Leder brauchen wir noch, Kleber, Duct Tape haben wir alles, wir brauchen Leder, wo habe ich das von reingeschmissen? Leder. Wo ist mein Leder? Da. Okay, Baby, komm her! Die wird zwar nicht gut, aber besser als nichts. Wir haben dann immer noch genug Materialien, um noch mal eine zweite zu machen. Oder eine dritte. Erstmal da rein, das brauchen wir auch nicht. Nee, die vier Rounds. Können wir mal da lassen. So, Clawhammer. Das muss mit in den richtigen Schrank. Das kommt mit hier rüber. So und so. Okay, das kann hier rein. Boah, 40 Wasser? Wow. 5 Minuten, ein paar zerquetschte. Machen wir mal 6 Minuten. Das sollte erstmal reichen. Die beiden essen wir schnell. Da haben wir schon wieder ein bisschen was auf der Uhr. Und dann trinken wir uns noch einen Tee. Und alles ist gut. Oder beide Tees, komm. Hauen wir die mal weg. Leere Gläser in den Kühlschrank. Da haben wir 6 Stück. Perfekt. Das auch noch mit rein. Die Plant Fibers nehmen wir mal mit. Das können wir immer mal gebrauchen. So, das dahin. Da haben wir noch eine Wrench. Achso. Ich könnte einfach den Knopf drücken, ne? Okay, die ist wichtig. So. Hunting Knife. Können wir machen. 8. Ja, passt. Und dann mal her damit. Hey, Crossbow. Yeah. Wo sind meine Federn? Habe ich die im Kühlschrank? Tatsächlich. Dann brauchen wir Iron. 5. Ja. Besser als nix. Okay, dann brauchst du eine Shovel. Erstmal aus. Eine. Hol noch ein bisschen Clay. Hui. Oh, guck mal, da hinten ist doch gar... mein Bein, ja, ich achte drauf. Clay, Clay, Clay. Komm her. So, Schaufel. Achso, das Messer. Das Messer braucht noch ein bisschen. Dann holen wir in der Zeit noch mal ein bisschen Eisen, bis die Schaufel fertig ist. Ba-ba-ba-ba. Ja, die ist warm, ne? Ach ja. So, Messer, komm. Messer ist fertig. Das heißt, wir können den Bone Shield wegschmeißen. Packen das Messer hier unten rein. Jetzt kommt gleich die Schaufel noch dazu. Da ist die Schaufel. Butz, nehmen wir den noch mit. Oh, die Vögel. Super. So, auf der 4 ist die Schaufel. Und wir holen uns Clay. Sehr gut. Läuft. Ach, das gibt auch Mining Tools. Okay. Interessant. Qué interesante. Wie viel haben wir? 134. Da geht noch ein bisschen was. Snowberry nehmen wir mit. Und noch ein bisschen mehr Clay. Und da
dann sind wir doch schon mal ganz gut ausgestattet hier. Was machen die Pfeile? Gar nichts. Ich habe noch keine Spitzen. So, ein Voxe noch und dann reicht das erstmal, würde ich sagen. Haben wir 4:30. Können wir noch ein bisschen Holz holen. Zurück. Oh, ich liebe Forgehäuser. Echt, die sind die besten. Das sieht auch so toll aus, ne? 6 Federn nochmal. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles. Nehmen wir alles. Ja, wo machen wir unser Feld? Mal schauen. Hüpf. Ui. Sodale. Ah, 105. Bold heißen die Babys. 105. Yeah. Hätte ich immer zuerst gemacht und dann die Crossbow. Egal. Oh, okay. Yeah. Geladen. Entsichert. Kann ich jetzt die normalen Pfeile auch scrappen? Kann ich. Das gibt nur Holz. Willst du mich verarschen? Oh Mann. Gut, ich schmeiße es erstmal da oben rein. So. Ah, Skip Clay, Baby. So, ein bisschen Gunpowder machen. Machen wir das, das, das. Die beiden essen wir nochmal. Und machen hier nochmal ein paar Arrowheads. Wunderbar. Läuft. So, das dazu. Haben wir Kleber und alles. Perfekt. Schön. Es läuft. Machen wir die auch noch rein. Die auch noch rein. Geld da oben rein. Das brauchen wir alles gerade nicht. Knarre, die Short Iron Pipes brauche ich auch nicht. Und ordentlich Iron. Entschuldigung. Oh Mann. Kam gerade ein Gegner. Da kam ein Gegner über mich rüber. Muss ich sagen. Autsch. Ja, ja. 100. Alter Vater. Ach du Scheiße. Boah, brauchen wir Iron hier. Das ist ja der Hammer. Ja, ich würde sagen, ich hole noch mal ein bisschen, ne? Oh Mann, ey. Das braucht ja ewig viel. Au, Backe. Warte mal, wir können mal eben gucken. Wie sieht's denn aus? Wir haben 43 Punkte. Morgen Construction Tools 40. Müssen wir ein bisschen aufleveln, oder? Wie viel Holz haben wir? 15, 27. Komm, wir nehmen noch ein, zwei. Wir machen erstmal jetzt hier, dass wir auf, irgendwie auf Stahl kommen. Ich kloppe ein paar Bäume. Dann leveln wir innen drin das Haus ein bisschen auf. Gucken, dass wir so hoch kommen, wie es geht mit den Construction Tools. Weil, ja, das muss sein. Das wird die Aufgabe für die Nacht. Jetzt so viel Holz holen, wie es geht, für die Nacht aufleveln. Und hoffen, dass wir damit irgendwie auf die 40 kommen. Und dann Steelsmithing holen können und irgendwie Stahl schmelzen können. Und da brauchen wir wieder Eisen für, ne? Oh Mann, ich brauche nur Holz. Also eigentlich müsste ich die nächste Stunde nur Holz kloppen und Ressourcensteine kloppen. Grinding, grinding, grinding. Na gut, so ist es nun mal. Aber dann sind wir halt schon mal so weit, dass wir sagen können, hey, wir können einiges rocken. Wenn wir die Werkzeuge haben, wenn wir dann die Pfeile haben und so weiter und so fort. Dann geht es schon wesentlich besser, aber es ist schon hart, echt. Also, die haben den Schwierigkeitsgrad schon gut angezogen. I like it. I like the way you move. Ja, 2500 Holz. Eieiei. Jetzt stört er schon wieder rum. Neue. Die ist gleich
gleich durch. Da ist sie schon. Tada. So, scrappen up, Baby. Und weiter geht's. You're overheating. Ernsthaft? Hier im schönen Waldbiom? Kann doch gar nicht sein. Das geht doch nicht. Oh mein Gott. Das dauert aber lange. Mann, was für ein Mist. Oh, 3, 2, 1 und Ende. Baby. Ja, fast. Fast 3200 Holz. Ich möchte gerne Hopfen finden. Ich möchte mir Bier brauen. Bier anbauen und dann Bier brauen. Das wäre super. Vor allem Bier anbauen ist auch gut, ne? Hopfen anbauen und dann Bier brauen. So. Und Ausdauer ist wieder weg. Na, es ist so. Können wir nichts machen gerade. Gesundheit ist auch richtig kacke. Bumm. So, 64 Federn. Ein bisschen davon. Ordentlich Holz. Ja. Warte mal. Ich mach mal eben kurz hier den Schutz. Schutz, Schutz, Schutz. So. 7, 8 und ein bisschen Überhang. So, machen wir das mal zu. Damit ja keiner reinkommt. Es war irgendwie klar. Das war irgendwie klar. Okay, nochmal neu. Machen wir das einmal so. So, und dann... So, muss erstmal reichen. Das reicht noch nicht ganz. Nee. 50. 50 reichen erstmal. So. Das gibt ja auch Skillpunkte für unser Werkzeug, alles gut. Miscellaneous Crafting. So, wollen wir hier aufleveln, ne? Tada! 48 Skillpunkte. Yeah! Wir kloppen mal alles hier weg, was geht. Müssen wir sowieso machen. Und leveln mal alles auf. Sieht auch schöner aus als dieses verbrannte oder vermoderte Holzzeug. Na komm. Na komm. Danke, Baby. Geht? Geht. Da unten, da, da. Ah, 25. Guck mal.
So, das machen wir so lange, bis wir da auf 40 sind und Stiel machen können. Stiel. Oh, viel heller, viel freundlicher. Alles toll. Na los. Na, der wollte nicht da. So, jetzt aber. Oh, haben wir den Boden verschönert. Auch nicht schlecht. 26, ja, jetzt geht's los, ja. Jetzt rollt der Rubel. Holz haben wir noch, ja, 13,45. Das geht, das geht. So, da oben auch noch schön machen. Oh, ich liebe es, wenn es läuft. Echt. Na komm. Ah, schön. Los. Los, mein Gott. Ich muss immer hüpfen muss hier. So, wie sieht's denn aus? Dose. Ah, hier sieht schon mal gut aus, wa? Den noch. Ja, wir nähern uns der Vollendung. Sehr schön. Und kein Holz mehr. Oh, oh. So, wenn wir noch 12 Punkte reinstecken, sind wir bei 36. Und wir brauchen für Steel Smithing 40. Das heißt, 8 Punkte kann ich noch hier reinballern. Könnte ich. Wäre ich natürlich schön doof. Deswegen hole ich noch mal ein bisschen Holz und ja, machen den Boden fertig. Es ging. Oh, guck mal, wir haben überlebt. Alles gut. Unser Bein ist geheilt. Das haben sie verändert, ne? Das ist ein bisschen schneller geworden jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Give me the wood. Ja, ja, schreit doch nicht so rum da draußen, ey. Das ist ja zum Kotzen. Na, es kommt so ganz leicht durchs Mikrofon durch, ne? So ein bisschen. Spiel links, Spiel links! Ran da, Junge! Ja, ja. Die haben Sorgen. Boing. So, den auch noch weg. Oh mein Gott. Sorry. Frösche im Hals. Oh, habe ich den Baumstumpf schon gehabt da hinten? Ich glaube nicht. Gucken wir mal. Los, Baum, weg. 29. Es geht nach oben, es geht nach oben. Los, komm her. Nix. Baumstumpf. Vogelnest. Was kannst du? Ey. Oh, Shotgun Receiver. 1200er Baum. Yeah, sag ich doch. Machen wir den noch platt. Das gibt auch nochmal ordentlich Holz. Und guck mal, fast jeder Schlag ist ein Block. Aufwertung. Immer 10. 10 Holz. Ja, jetzt nur noch 9. Jetzt geht's schon wieder runter. Ja, machen wir so eine neue, ne? 10. Ja, es variiert. Es variiert. Scrap. So. Geht's los. Und ja, meine Lieben, dann sind wir hoffentlich in der nächsten Folge so weit, dass wir uns Stahlwerkzeuge herstellen könnten. Ich meine, mit 100, Level 160 oder 161, was wir haben, macht das absolut gar keinen Sinn. Das wäre eine totale Ressourcenverschwendung. Deswegen werde ich mal schauen, dass wir noch irgendwie vor der Nacht Materialien zusammenbekommen. Oder ich mache es off-camera, also offline sozusagen. Dass ich hier Gras hole und Steine. Und Steine haben wir eigentlich genug, aber dass wir irgendwie noch die Äxte nach oben leveln. Weil
Stahl herzustellen mit Unterhaut 200 macht null Sinn. Absolut nada, niente. Das ist so teuer, das Zeug. Und wir bräuchten auch noch viel Eisen. Aber wir könnten es halt tun. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir könnten Stahl machen und das an Tag 2. Das wäre doch super, oder? Das wäre doch phänomenal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und sag mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, das Däumchen drücken. Das wäre toll. Das hilft mir. Und Kommentare sind auch immer geil. Ich versuche auch darauf zu antworten. Ich habe jetzt viel Zeit. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt auf den Abonnieren-Button. Kostet nichts. Ist total gratis. Und ich sag mal einfach schon mal herzlichen Dank im Voraus. Und bis zur nächsten Folge hier bei 7 Days to Die. Macht's gut. Tschüss.